Headpiece und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Wo wir ja zuletzt ein wenig kläglich gegen dieses riesige Mistvieh gescheitert sind. Ja gut, das passiert halt, ne? Aber jetzt wissen wir, dass es da kommt. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie auf der Brücke oder ob das halt einfach ein anderes ist. Ne, hier ging es ja nicht lang. Oh, hi. Da ging es ja weiter. Da muss da auch hinkommen. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, das war gut. Egal. Was war da mal hier wieder? So. Ich guck mal, ob ich da so ein bisschen durchschnetzeln kann. Oder noch besser. Guck mal, die hocken hier nur auf dem Boden rum. Au! Hauen wir ganz schön rein dafür. Okay. So. Gut. Könnte ich die schon mal umgehen? Das will ich mir jetzt nicht nochmal antun. Ich mit denen allen anlegen. So, und du da hinten lebst bestimmt auch wieder, ne? Ja, ja. So, aber er hier. Da liegt auch noch was. Komm ich da rein? Und wenn ja, kommt er dann daher. Sieht nicht so aus, als würde der da reinpassen. Aber was ist das hier wieder? Gefällt mir nicht. Wir sind doch auch schon wieder. Überall Viecher. Sind wieder die Spinnen, ne? Boah, nee. Huch. Nö, nö, lass mal. Wo ist er jetzt? Okay, er ist weg. Grüne Blüte. Haha, ausgetrickst, dummes Ding. Puh. Aber Zeit für Schnaufpause. Labyrinth? Zeit für Schnaufpause. Warum Labyrinth? Wagt es ja nicht. Nicht voraus Zwickmühle. Was ist denn nun? Hä? Gut, ich könnte jetzt meine Seelen holen. Wo waren die denn? Aber dann kommt das Vieh wieder, ne? Ich sehe auch meine Seelen gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo die sind. Waren die noch da draußen irgendwo? Nee. Ach, von da kommt's. Okay. Tschüss. Außer ich gleich wieder ab, faule Sau. Ja, und weg ist er. Der ist ja komisch. Guck mal, der würde mich jetzt auch gar nicht an meine Seelen lassen. Ah, genau, der kommt von oben von der Brücke runter. Ist das echt die Brücke? Das ist die Brücke, ne? Von der wir gekommen sind. Und hier haben wir runtergeguckt. Nice. Na gut. Dann muss ich halt erstmal auf die Seelen verzichten. Schade. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und da ist ein Leuchtfeuer. Alter, willst du mich verarschen? Wie viel Leuchtfeuer gibt's hier? Nein, ich find's gut.
Nicht voraus, Schatz. Bereit? Das war Geheimfahrt. Moment. Moment. Was wiegt das Ding hier eigentlich? 1 Kilo. Kann ich die vielleicht so mittragen? Ja. Verarsche, ne? Das ist bei Heimfahrt am Arsch, Junge. Das ist gemein. Das ist gemein gewesen. Mann, war das mies. Es ist einfach nur ein Mobbing-Spiel. Ihr schon wieder. Aber ihr seid keine Geister, immerhin. Super. Warte mal erstmal. Das da raus. Hinterhalt voraus. Falle. Ach nö. Ist doch wieder. Ah ja, renn mal zu deinem Papa, ne? Ich hasse sowas. Aber ich lasse ihn jetzt hier erstmal rankommen. Ne? Bevor ich mich um den Alten da kümmere. Der an sich jetzt auch nicht so viel aushält. Nein, trinken. Hey, du da. Wow! Nein! Arschloch! Dass da noch einer um der Ecke ist, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn der nicht wäre. Okay. Wissen wir jetzt Bescheid. Ne, wenn man es vorher weiß, ist okay. Dann komme ich damit klar. So. Also auf der eine. Der rennt ja da zum Papa, ne? Oh. Direkt rennt der ja zu Papa. Hallo? Warum treffe ich den nicht? Geht doch. Na komm. So. Bleibt da stehen? Ne, der läuft los. Ja, komm. Aber ich will den jetzt auch nicht vorher ranzübillen. Dann fängt er schon wieder an mit dem Feuer. Eine schwierige Situation. Eine sehr schwierige. So, der kommt da hoch. Was gibt's eigentlich hier unten? Irgendwo ist da hier bestimmt noch was am Leben. Ich höre es doch rumjammern. Jetzt hätte ich nämlich hier einen Sprungangriff ausgeführt. Was war das denn? Irgendwas hat geknallt. Oder hat da noch so eine richtig fette Suite an. Verzut. So, da ist meine Seele natürlich auch sehr günstig platziert gerade. So, ich lasse ihn erstmal wieder runtergehen. Und mach schön langsam und gechillt. Das war jetzt langsam und gechillt.
So, mein Freund, ne? Haben wir das geklärt. Gut. Mein Sehen habe ich mir geholt, oder? Ach nö, nicht Mage. Mein Sehen habe ich mir doch geholt. Ja. Ach, meine Güte. Mir bleibt auch nichts erspart hier. Oh, schön. So. Große Titanitscherbe, das ist gut. Davon könnte ich noch ein paar gebrauchen. Und diese dunklen Ecken, da kannst du schon sicher sein, dass da irgendwo Geister sind. Aber im Moment kommen wir ganz gut voran, möchte ich sagen. Klar, läuft nicht alles perfekt. Könnte aber schlimmer sein. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter. Es sei denn, es ist wie in Dark Souls 1, so ein Abgrund, wo man mit entsprechendem Ring runter kann. Ich musste halt gerade ein bisschen lauter sprechen, weil ich... Da war es ein bisschen lauter. Oh, schon wieder ein Leuchtfeuer. Das ist ja... Langsam wird es ja aber kriminell, ne? Mit den Leuchtfeuern. Haben wir noch keinen Schaden kassiert bis jetzt? Seit wir beim letzten Leuchtfeuer waren? Das ist ja auch krass. Ich habe halt Angst, dass hier irgendwo zum einen Fallen sind. Und zum anderen irgendwelche Bosse. Boah, man ist so ein Krach, Alter. Muss mich verarschen. Wer hat da so gekrümelt? Alter. Krieg ich einen Herzinfarkt. Seid wahnsinnig. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Ich bin sensibel. Was war das? Oh Gott. Ist auch voll leise, ne? Wo ist die Leinscherbe? Also auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal meine Lieblingswaffe wieder aufrüsten. Ich habe halt nur Angst vor dem, was mir hier noch auf mich wartet. Verschlossen. Schade, da ist bestimmt ein Mega-Item. Ja. Ich muss nicht wissen, was hier auf mich lauert. Okay. Ich habe halt Angst, dass von der anderen Seite auch noch was ist. Mal weg. Manchmal explodieren ja Gegner. Wie in Lords of the Fallen. Aber hier anscheinend nicht. Alter, was sind das für Sounds? Der da unten. Oh Gott. Vorsicht vor rechts. Okay, danke. Schöne Seelen. Mag, wenn einfach mal nichts drin ist, ne? Wozu kann ich ja aufmachen, wenn da nichts drin ist? Gott, Gott, oh Gott. Ich wette, hier drin ist auch was. Egal. Ah, sag es doch. Ein dritter. Zweien habe ich jetzt gerechnet. Aber nicht mit dreien. Alter. Das Spiel. Noch so einer. Gut, dass die nicht viel aushalten. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Das ist echt voll das Labyrinth. Alter, wie mich das immer erschreckt. Oh, der lockt die da gleich an hier, ne?
Alter. Egal, was du vorhast, lass es. Die halten nicht viel aus, das ist schön. Das mag ich. Vielleicht sollte ich auch nicht so an den Ketten rascheln. Ich habe das Gefühl, dass ich da noch nicht runter möchte. Da ist mir zu viel Action. Eigentlich möchte ich wirklich gern mal mein Schwert verbessern. Und zwar ohne vorher meine ganzen Seelen zu verlieren. Wenn es denn recht ist. Was zur Hölle? Ich dachte gerade, da ist einer hinter mir. Ach Gott, ja. Was machst du hier? Also außer sterben. Hm? Was war denn das jetzt? Ja, Alter. Irgendein Fluch lastet auf mir. Gut, der Fluch ist weg. Vor allem, wie spreche ich denn, ey? Ein Fluch lastet auf mir. Was ist mit mir los? Kiefernaht. Alter. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, ob du feindlich bist oder nicht, aber ich, bevor du mich tötest, verstehst du? Boah, diese ekligen Viecher. Was macht diese Geräusche? Oh, nichts lässt sich öffnen. Es ist ein Traum. Von hier kam ich doch. Nee. Hä? Oder? Doch. Ja. Gut, war jetzt nur ein kleiner Bereich hier drin. Muss ich wieder runter? Wo waren das jetzt wieder? Ich höre auch dieses Funkeltitanit-Vieh. War das hier hinten? Ja, ne? Noch ein Leuchtfeuer wäre nicht schlecht. Was zum... Vorsicht vor links. Ja... Ja. Blöde Sau. Ah. Na, das kennen wir noch. Macht aber auch Damage hier. Oh. Ich finde einen Seel. Sehr nice. Du darfst mir jetzt irgendwie nicht so aus, als wärst du einer von denen. Es tut mir leid, dass ich dich unterschätzt habe. Boah. Diese Texte können Seelen retten. Hm? Leben retten und auch Seelen. Ist ja im Prinzip dann in dem Moment verschlossen. Dasselbe. Nee, gut. Hi. Oh, noch einer. Ei, so einer bist du. Um
Moment. Ich brauch mal die Fackel. Warte. Ich nehme mal die Fackel hier rein. So, ne? Wir wissen ja, Maden, Fackel und Made weg. Hier ist nichts, was aufersteht. Ist da gerade was gekrochen? Warum kann ich dich nicht anmachen? Aber vielleicht. Hahaha. Ist ja nice. Voll feige, ne? Taucht er mich ja vor meiner Fratze auf, Junge. Was ist los mit dir? Na komm. Das ist mein Hund. Willst du nicht noch sterben, das Vieh? Hallo? Doch. Zauberschild? Mhm. Das kann ich öffnen. Aber wozu? Ist ja nichts drin. Großes Zauberschild. Ich guck mal. Was habe ich denn da gelesen? Irgendwas mit großes Zauber. Irgendwas. Das suche ich jetzt nicht raus. Oder war das hier mitten? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, was das war und wo es sich jetzt befindet. Ich habe nur so viele Folianz. Pyromantie, Pyromantie, Pyromantie. Wunder brauche ich auch nicht. Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber. Hier war es auch nichts. Egal. Geht's denn weiter? Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und. Ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht, ob ich es wissen möchte. Von da kamen wir. Da war auch irgendwie nirgendwo was. Ich habe keine Ahnung, ob es weitergeht. Wann das Leuchtfeuer? Ich gehe mal zum Leuchtfeuer zurück. Vielleicht. Damit ich mir den Weg einprägen kann. Denn hier muss ich ja definitiv nochmal zurück. Denn kann ja noch nicht alles sein. So, wir kamen von hier und da war schon das Leuchtfeuer. Na, das ist ja nichts zum Einprägen. Gut. Ich will jetzt mal noch schnell meine Waffe verstärken. Wir machen Überlänge, ist egal. Ich glaube, so viel große Seelen, große Titanitscherben müsste ich haben. Ach schön. Ich mag das Spiel. Gefällt mir wirklich viel besser als Dark Souls 2. Aber wie gesagt, das kann auch daran liegen, dass ich bei Dark Souls 2 privaten Scheißphase hatte. Yay. Es wird immer stärker. Ja, ja, ich bin immer careful. Ich bin immer careful. So, was brauche ich denn zum Aufsteigen? Kann ich das?
Hier sehe ich das nicht. Hier sehe ich das auch nicht. Hier bestimmt. 14.000. Mal gucken, ob ich das mit ein paar anderen Seelen hier hinkriege. Nutzen. Ja. Dann steigen wir noch schnell auf. So, was habe ich gesagt? 20 Belastbarkeit wollte ich. Da haben wir jetzt 19. Kriegen 59 Kilo hin. Sehr nice. Sind damit jetzt belastet auf 68,1. Das ist okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin, tschüss.